Hallo meine Lieben, hier ist die Toni mit einer Legung für euch. Ich hoffe, dass es euch allen gut geht, dass ihr ein tolles Wochenende hattet. Ich bedanke mich, dass ihr hier seid, dass ihr eingeschaltet habt. Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu dieser Legung und möchte natürlich mich wie immer ganz herzlich bedanken für eure lieben Kommentare, für eure Likes und natürlich auch für eure E-Mails, die mich erreichen. Und ich bedanke mich auch bei all denjenigen, die sich entschieden haben, hier ein Abo dazulassen. Vielen lieben Dank dafür. Ihr Lieben, ich bin gespannt, was die Karten uns hier heute sagen. Wir starten hier heute mal mit dem Influence of the Angels Tarot, ne? Mit der freundlichen Genehmigung von, jetzt muss ich wieder gucken, US Game Systems haben wir hier, ne? Und das Deck ist von Jody Boginski-Barbessi. Finde ich ganz hübsch, da habe ich heute richtig Bock drauf. Es passt hier heute so. Habt das auch so kuschelig. Es ist Kuschelwetter schon so langsam, ne? Wir starten natürlich wie immer zuerst mit einer Seelenführerkarte. Ne? Alle verwendeten Decks findet ihr unter diesem Video in der Infobox verlinkt. So, dort findet ihr auch meine E-Mail, falls ihr euch eine private Legung bei mir wünscht. Ne? Dürft ihr mir gerne schreiben. Ich werde das Fenster für Buchung noch ein bisschen offen lassen. Und dann wird wieder eine Zeit kommen, wo ich da einen Stopp reinmache, damit ich das erstmal alles in Ruhe abarbeiten kann. So, ihr Lieben. Wir hätten hier gerne mal eine Energie aus den wunderschönen Seelenführerkarten. Was haben wir? Oh, Passion, Passion. Erlaube dir, deinem inneren Feuer zu folgen. Inspiration durch Passion. Erlaube dir, deinem inneren Feuer zu folgen. Jawohl. So wollen wir das, ne? Was ist denn dein inneres Feuer? Würde mich jetzt hier gleich mal sehr interessieren. Da, wo es dich hinzieht, ja? Für diese Menschen, für Situationen, für Begebenheiten, wo du gecatcht bist, wo deine Seele gecatcht ist und sagt, boah, das hätte ich jetzt aber schon gern. Da liegt ein Auftrag, da sollst du hin. Ne? Was auch immer der Auftrag sein mag. Ne? So, und jetzt lasst uns mal schauen. Ich möchte hier gerne mal schauen, was ist denn hier gerade in deinem Feld los? Welche Energie hast du hier gerade? Was zeigst du mir? Was darf ich dir weitergeben? Es ist eine allgemeine Legung, bitte denk daran. Ne? Es kann hier Botschaft für dich geben, muss es aber nicht. Ne? Und hört da gut auf eure Intuition, ne? Fühlt mal richtig rein. Oftmals gibt es hier vielleicht einen Hinweis oder einen Input für dich. Ne? Du bist ja nicht umsonst hier. Welche Energie liegt hier gerade? Was ist hier gerade das Thema? Worum geht es? Worum geht es denn? Oh, es geht um dich. Wir haben eine weibliche Personenkarte, also die steht hier mal für den Zuschauer. Ja, zeigst dich hier als die Königin der Stäbe. Es geht hier heute um dich. Ja, du scheinst hier im Moment wirklich sehr, sehr, ich sag mal, unternehmungslustig zu sein. Die Königin der Stäbe, die ist Feuer. Die ist willensstark, das ist eine stolze Frau, die hat Charisma, die hat richtig Feuer unterm Hintern. Passion, Feuer, Leidenschaft. Es geht um deine Leidenschaft. Wofür brennst du? Ja? Wofür brennst du hier gerade? Ist es dein Gegenüber? Ja? Ist es ein neuer Job? Ist es ein neues Hobby? Hast du irgendwas vor? Hat es was mit deiner Berufung zu tun? Wofür brennst du? Du brennst hier für jemanden oder für etwas, ne? Du sollst dir hier wirklich erlauben, deinem inneren Feuer zu folgen. Und dann fällt die Königin der Stäbe. Ja, das geht hier wirklich um dein inneres Feuer. Wir schauen mal weiter. Was haben wir denn hier? Oh, oh. Die Hebung des Schatzes, das Gericht. Ja, das ist hier wie eine Wiederbelebung von dir selbst. Etwas darf wiederbelebt werden. Hier geht es um einen Aufstieg. Hier geht es auch darum, dass das Gute siegen wird. Ja. Das heißt, du fühlst dich hier zu etwas oder jemandem sehr, sehr hingezogen. Du darfst diesem Feuer, diesem Gefühl hier trauen. Ja, denn du hast hier offensichtlich den wahren Schatz bereits gefunden. Es geht jetzt darum, diesen Schatz auch zu heben. Und wenn das hier vielleicht ja nicht um dein Gegenüber geht, wohin es dich hier so zieht, das kann ja alles Mögliche sein, ne? Wir schauen immer gerne auf die Liebe, aber wir können natürlich auch ganz andere Themen in unserem Feld haben, die wichtig sind für uns, ne? Dann sollst du deinem Feuer folgen. Du stehst hier kurz mit der Karte, die 20, das Gericht. Das ist die Hebung des Schatzes, ja? Das ist hier,
wirklich so eine Energie, wenn wir die Karte noch mit dazu nehmen, du stehst hier wirklich ja kurz vor einer Auferstehung, könnte man sagen. Es kann sich hierbei auch um die Wiederbelebung natürlich einer Liebe handeln, ja. Es kann hier um die Geburt etwa von etwas Neuem gehen, etwas ganz Neuem. Oder auch um eine Geburt, ne? Kann es hier natürlich auch gehen, ne? Auf jeden Fall kann es auch dafür stehen, wenn du hier zum Beispiel gerade einen Konflikt hattest oder hast irgendein größeres Thema vielleicht, dann haben wir hier mit dem Gericht auch davon die Lösung eines Konfliktes, ne? Und es wird hier ganz klar, es kann hier wirklich auch um deine Berufung gehen. Es wird hier auf jeden Fall etwas sehr, ich sage mal, das ist ja auch die Karte, die sagt Sieg. Jetzt hast du, bist jetzt dran, weil das ist die 20. Karte der großen Arkana. Das heißt, du bist ja schon einen ganz weiten Weg gegangen in dieser Geschichte, worum es hier geht, ne? Völlig egal. Das ist schon ein ganzer Weg, den du hier gegangen bist. Du hast hier unheimlich viel gelernt und es ist jetzt an der Zeit, deinem Feuer zu folgen und hier den Schatz zu heben. Mein Schatz. Okay, sehr, sehr spannend. Dann kommt hier noch eine der größten Glückskarten im Tarot, das Ass der Münzen. Ich bin sprachlos. Das ist hier ein Sieg, ein Erfolg auf ganzer Linie, egal auf was du hier schaust, ne? Beruflich wäre das hier tatsächlich eine Zusage, ein Angebot, mit dem du vielleicht schon nicht mehr gerechnet hast, ja. Etwas, was dich gecatcht hat, wo du wirklich sagst, ja, das will ich will das. Das darf jetzt hier kommen. Und es hat was mit einem, ja, ich sag mal, mit einem Ass der Münzen zu tun, ja. Das ist eine sehr wertvolle Gelegenheit, die hier auf dich zukommt. Und zwar ist das eine Chance auf inneren wie auch äußeren Reichtum, auf das ganz große Glück. Hier geht es, also beruflich kann es hier wirklich um eine große Anerkennung gehen, ja, um einen großen Erfolg. Du wirst hier sehr sicher sein, ja. Und wenn du auf eine Beziehung schaust, dann ist das eine sehr beständige, glückliche Verbindung, bodenständig, die hier auf dich zukommen kann, ne? Du wirst hier auf jeden Fall sehr wertvolle Erkenntnisse haben, ne? Diese Karte hat hier einfach auch zum Ziel genau das, was ich sagte, inneren und äußeren Reichtum, Stabilität, absolute Stabilität, ja, wunderbare Energie. Poh. Folge deinem inneren Feuer, denn, bums, neues Angebot, hier kommt was Tolles auf dich zu. Das wäre hier mal dein Thema, ja. Jetzt möchte ich gern schauen, was kommt denn hier von außen auf dich zu? Was kommt hier von außen? Oh. Also ich kann dir mal, ich liebe ja diese Karten und wir deuten ja immer auch die Bildsprache natürlich mit, ne? Weil es einfach unheimlich viel Spaß macht. Und hier kommt jemand, Achtung. Ach du liebes bisschen, das hört ja hier gar nicht auf, ne? Wir nehmen mal nur die, das reicht uns ja schon, aber schau mal. Hier hat jemand einen kräftigen Schwipsenkater, könnte man sagen. Wir haben die 5 der Kelche. Die 5 der Kelche ist eine Karte, die ja dafür spricht, dass man hier vielleicht irgendwo versagt hat. Ja, man hat hier so einen Kummer, hier ist etwas gescheitert. Das kann auch ein Liebeskummer sein, man kann hier groß enttäuscht worden sein. Man hatte hier vielleicht auch einfach eine sehr schmerzhafte Erkenntnis. Wonach man sich hier erstmal ordentlich ein paar Gläschen, ein paar Kelche Wein zu viel gegönnt hat, ne? Also das ist wirklich eine Energie, ja. Du siehst es, ne? Die Karte spricht einfach wirklich Bände, ja. Also das ist ein Kummer, man ist hier wirklich völlig hoffnungslos und für mich sieht das so aus, als ob man da wirklich so denkt, oh, ich hab's vergeigt, ich hab's voll vergeigt, ja. Ich habe versagt, ich bin gescheitert, ich habe versagt, ja. Man hat hier großen Kummer, ganz einfach, ne? So, was kommt denn hier auf dich zu? Was oder wer kommt auf dich zu? Wir haben den Ritter der Stäbe, hallo? Der Ritter der Stäbe. Ich muss mal ganz kurz auch die Karte anschauen. Huiuiui. Der hat auch einen Blick drauf, ne? Guck, schau. So guckt der, ne? Hallöchen. Hallöchen, da komme ich mit meinem Stab an. Also das Pferd hat ein bisschen Übergewicht, würde ich sagen. Ne? Der Kopf ist ein bisschen klein. Aber gut.
dieser, ich sag mal, diese Energie, es kann aber tatsächlich, es ist ja keine Personenkarte per se, ne? Aber es ist eine Karte, die eine Energie anzeigt. Und der Ritter der Stäbe, das ist jemand, der ist schon ein bisschen ungeduldig, ne? Vielleicht ist er auch ein bisschen voreilig, aber und der kommt auf jeden Fall sehr schnell. Das ist hier eben Feuer und Leidenschaft, ganz klar, ne? Mit diesem Ritter der Stäbe, das kann, ja, hier ist jemand sehr, sehr begeistert. Und wo jetzt hier gerade mein Augenmerk, ja, fällt auf, was ist es? Hier haben wir so einen kleinen putzigen Engel, schau mal. Und der trägt ja hier etwas, das bringt der noch mit. Ja, und das erinnert mich hier einfach stark, weil die Engel hier auch dieses Ass der Münzen tragen. Hier kommt jemand recht feurig, leidenschaftlich hier auf dich zu. Ja, und er bringt dir etwas mit. Ja, und es kann auch sein, dass es genau das ist, was hier dein Feuer entfacht. Ja, weil wir schauen hier, was kommt auf dich zu? Was bringt dir dieser Mensch? Muss ich was abdecken? Ja. Und hier haben wir es. Die Liebenden sind gefallen. Ich mach mal. Moment. Nee, das ist, glaube ich, nur eine Bauchfalte. Sieht aus wie eine Bauchfalte bei Adam. So, hier haben wir den Beweis, der Adam gibt der Eva den Apfel. Ne? Da haben wir es. Also hier kommt, das kann hier schon ein leidenschaftlicher junger Mann sein. Egal wie alt er ist, ich meine von innen einfach jung. Und Alter spielt auch überhaupt keine Rolle, ne? Ist nur eine Zahl. Denkt da immer dran, ne? Hier möchte dir jemand den Apfel reichen. Es ist so. Und es ist auch so gewünscht, ja, ihr seid hier beschützt. Das hat hier was mit Liebe und Leidenschaft zu tun. Ja? Mit sehr viel Liebe und Leidenschaft. Und er hat, also er ist so ein bisschen verbaut, ne? Also so vom, hier haben wir auch eine Hautfalte da unten. Ne? Hier kommt jemand recht feurig und leidenschaftlich auf dich zu. So, und jetzt fallen hier die Sieben der Stäbe. Und die Sieben der Stäbe, das ist hier, geht jemand in den Kampf. Ja, also der stellt sich hier hin, ja, mit seinem Knüppel und sagt, egal was hier ist, egal was hier kommt, ich stehe hier. Ich stehe hier und warte. Ich werde ihr diesen Apfel geben, weil ich hier mit meinem Stab auf sie zureite. Das kann hier auch diese beiden Karten, das kann eine Eifersucht sein, weil man hier vielleicht durch Dritte bedroht ist. Das kann durchaus sein, ne? Dass es hier eine Konkurrenz gibt. Und jemand jetzt hier sagt, das kann sein, hier ist ein, vielleicht jemand wütend, eifersüchtig, weil man hier Gefühle hat, weil man dir den Apfel geben will. Und der muss sich aber hier hinstellen. Entweder muss er um dich kämpfen, also Achtung, Gänsefüßchen für alle, die nicht gucken, um dich kämpfen, er muss sich um dich bemühen und er muss sich hier vielleicht gegen andere Meinungen oder andere Personen auflehnen und sagen, nee, so und so ist das, was ich will, das ist das, was ich fühle und ich mache es jetzt einfach. Ne? Das ist das, was auf dich zukommt. So, was ich hier... Ich verbinde ja die Karten immer miteinander. Es macht hier unheimlich viel Sinn. Ne? Hier hat jemand Feuer gefangen, ja, für dich. Wobei ich hier sagen muss, es könnte durchaus sein, dass hier jemand, ja, der hier vielleicht zuvor, also ich meine, wir haben auch die Sieben der Kelche, ne, dass hier jemand Feuer gefangen hat für dich und hier auf dich zukommt, ja. Voller Leidenschaft und Leidenschaft, ja. Es kann wirklich sein, dass hier jemand ja, das Gefühl hat, er muss hier sich sehr stark um dich bemühen und er muss sich hier vielleicht einfach auch mal vor andere stellen und sagen, das ist das, was ich will, da gehe ich jetzt hin. Ne? So, jetzt haben wir hier die Liebenden, jetzt muss ich hier wieder gucken, auf das Gericht, der wahre Schatz in der Liebe. Jetzt muss ich hier einiges, die Hautfalte und die zwei Äpfel abdecken. Der wahre Schatz, der hier gefunden wird, ist auch die wahre Liebe. Hier geht es um eine Liebe. Ja? Hier soll man den Schatz der Liebe heben. Hier ist jemand aufgewacht. Hier will man einen Konflikt lösen. Ja? Denn offensichtlich gab es hier einen Konflikt. Ich kann jetzt hier die Fingerchen nicht wegnehmen, sonst haben wir hier gleich
So, eine Tutti-Frutti-Show am Start, ne? Ich glaube, ich mache das doch mal mit dem Edding allen etwas anziehen, ne? Als Frau Toni ganz klein war, ne? Ich bin immer noch sehr klein, aber als ich wirklich jung war, sehr, sehr jung, da gab es doch so ein Spiel, da hatte man, ich weiß nicht, ob die aus Pappe waren, die Bären oder Figuren, die hatte man in so einer Kiste drin, das fällt mir hier gerade ein, da muss ich mal kurz sagen, vielleicht kennt ihr das. Die waren, glaube ich, in so einer Holzkiste drin, dann konntest du die Bären oder die Figuren, was auch immer war, rausholen und dann gab es immer noch so aus Holz oder Pappe, da weiß ich jetzt nicht mehr, ausgeschnittene Kleider, die konntest du so drauflegen oder Hosen oder Pullover. Kennt das noch jemand? Also ich bin ja wirklich schon jetzt nicht mehr, keine junge Frau mehr. Ich fühle mich zwar so, aber so. Also, das wäre hier meine Idee. Ne? Wo war ich? Ja, der wahre Schatz, der hier gefunden wird und die Wiederbelebung, was hier stattfindet, die Auferstehung hat hier etwas mit Liebe zu tun. So. Ja, er hat hier den Apfel in seiner Hautfalte versteckt gehabt. Warte mal. So. Und die möchte er dir jetzt hier gerne diesen Apfel bringen. So. Und hier haben wir die große Chance und da haben wir denjenigen, der da steht und sagt, alles klar. Ist mir egal. Ich biete dir das jetzt an. Ich kämpfe jetzt hier um das, was wir haben könnten. Und es hat sehr, sehr viel mit Leidenschaft hier zu tun. Ja. Und dieser, Achtung Gänsefüßchen, dieser Kampf, dieses dafür einstehen. Ja, hier steht jemand für die Liebe ein. Ich nehme hier trotz alledem wahr, dass du hier für jemanden, das ist eine große Erkenntnis hier, einfach das Riesengoldstück hier oben bist, man sieht das und denkt, das ist sie, ja, und muss hier sich aber gegen jemand oder andere Personen behaupten, ja. Hier muss jemand wirklich zeigen, was er drauf hat, ne, sich behaupten gegen andere, vielleicht gegen andere Meinungen, vielleicht auch gegen jemand anderen. Das kommt mir ganz klar so rein, also der stellt sich hin und will hier um seine Münze kämpfen. Ja. Sehr, sehr spannend. Sehr viel Feuer, sehr viel ja, Liebe auch. Ne? Wir haben die Liebenden hier. Der wahre Schatz ist da, die Wiederbelebung in der Liebe soll hier geschehen, weil hier jemand erkennt, okay, hier Frau Königin des Feuers ist hier, da ist was da, da will ich jetzt hin und jetzt gehe ich hier durchs Feuer. Ne? Okay. Jetzt haben wir, was kommt auf dich zu? Ja, jetzt will ich gerne mal schauen, wie stehst du denn dazu? Wenn der hier ankommt mit dem Apfel. Wie? Gehst du da gleich drauf ein? Wie siehst du das denn? Hier hat sich eine hingestellt. Oh! Ja, also was soll ich dazu sagen? Du weißt um deinen Wert, ja, die 10 der Münzen. Du weißt hier einfach, was du wert bist. Das kommt mir hier ganz klar rein, ja? Weil die 10 der Münzen, da geht es um Reichtum, um Stabilität, um Erfolg. Das ist ein solides Fundament. Das ist einfach da. Es liegt hier aber direkt unter dir. Das ist das, was du wert bist. Das, was du bist und was du auch geben kannst und was du willst. Ja? Du bist absolut dafür offen, eine wirklich feste, fixe, stabile Partnerschaft zu führen. Ja, zum Beispiel auch eine Familie zu gründen. Das ist das, was du willst. Ja, so. Hier kommt aber, Achtung, jemand mit den 5 der Münzen. Das heißt, dass hier jemand vielleicht, wir hatten auch die 5 der Kelche, das haben wir unterm Deck, die 10 der Stäbe. Das wird dir für dein Gegenüber nicht leicht, weil du empfindest eine Menge für diesen Menschen, du schätzt diesen Menschen, du weißt, okay, das könnten hier wirklich die 5 der Münzen sein, die 10 der Münzen sein, aber du gibst dich nicht mit 5 der Münzen hier zufrieden. Ne? Jetzt kannst du mal schauen, wenn du dir vorstellst, ja, du möchtest da wohnen und wohnst aber hier unten draußen im Schnee, sitzt kalt, verlassen. Ne? Das ist dir hier im Moment noch zu wenig. Da ist noch zu wenig da. Das, was hier wiederbelebt werden muss, das, was hier jemandem klar werden muss, ist, dass man hier seinem Feuer und das will hier jemand folgen soll. Und es ist hier möglich, die 10 der Münzen zu erreichen. Ne? Aber
Da muss man hier aus dem Mangel rausgehen und hier wirklich klare Kante zeigen, ne? Und ich sehe hier, das ist ja auch die Energie, die du hier, wie reagierst du denn, wenn dieser Mensch, ich schiebe das jetzt hier mal hoch so, wie reagierst du denn, wenn dieser Mensch hier auf dich zukommt, ne? Und dir hier sagt, ey, du bist für mich hier das Ass der Münzen, ich will dich, ich bin hier vielleicht auch eifersüchtig, so eine Richtung nehme ich hier so ein bisschen wahr. Dann könntest du zum Beispiel sagen, ja, ist so, ja. Ich weiß, wir beide könnten hier echt was Fixes am Start haben. Das ist so. Ja, das weiß ich. Das fühlst du auch. Ne? Es ist nicht so, dass du das nicht fühlst. Du spürst ja auch, dass da was ist. Ne? Was du diesem Menschen aber hier, das muss ich wieder so machen, erst einmal gibst, ist nicht alles. Du lässt diesen Menschen hier erst einmal vor deiner, vor deinem heiligen Königreich stehen. Ja, und ich sehe hier noch etwas. Wir haben hier noch den Ritter der Münzen. Du wirst hier in Kommunikation gehen, ne? Aber nicht überstürzt und du wirst hier auch nicht sofort vielleicht sogar antworten, weil der Ritter der Münzen, das ist eine wunderschöne Energie, ja? Also das ist wirklich, ne? Wie soll ich sagen, eine solide Kommunikation, die da reinkommt, ne? Und eine vertraute und auch wirklich, also ich bodenständig mag ich auch schon nicht mehr hören, aber eine wahrhaftige Kommunikation und es ist auch wertschätzend, aber es ist so, wenn dieser Mensch hier auf dich zukommt und du das Gefühl hast, oh mein Gott, der kommt hier wirklich und bietet mir alles oder plötzlich ist er oder sie da, dann weißt du das sehr, sehr zu schätzen. Was du aber weitergibst, sind so ein bisschen die fünf der Münzen. Ich will mal sagen, du wirst hier nicht gleich, du gibst ihm nicht alles, ja, du zeigst deinem Gegenüber, egal ob männlich oder weiblich, okay, ich schätze es sehr, ne, dass du da bist, aber ich lasse dich nicht gleich wieder in mein Königreich rein, da muss schon mehr kommen. Heißt, wenn hier jemand mit dir auf dich zukommt, ne, hier so, man muss dir hier schon beweisen und das will man ja auch. Hier möchtest du auch schon gern, dass man dir wirklich zeigt, ey, ich nehme jetzt hier diese Herausforderung an, ich stelle mich hier hin und ich gebe nicht gleich auf, ja. Weil wir hatten ganz klar die fünf der Kelche, das ist jemand, der so ein bisschen, ach, naja, da habe ich jetzt wohl versagt. Ha! Da habe ich jetzt wohl versagt und jetzt traue ich mich nicht mehr so richtig. Also du willst hier einen richtigen Mann, du willst hier jemanden, der da sich hinstellt und sagt, ey, hier, guck mal, ich gebe dir hier alles. Ich gebe dir alles, ne? So, jetzt kommt der und sagt, ich werde mich jetzt hier einsetzen für uns. Dann sagst du, ey, super, da freue ich mich riesig drüber. Und dann lässt du ihn ein klein wenig da stehen, wo er ist. Da, wo er dich damals vielleicht hat stehen lassen, dein Gegenüber, ja? Und ja, du wirst liebevoll und wertschätzend hier kommunizieren, aber du wirst hier nicht alles geben. Ja, mit den fünf der Münzen bist du dir auch ein bisschen unsicher, habe ich das Gefühl, ne? Da wieder gleich alles zu geben, darum wirst du hier zurückhaltend sein. Zurückhaltend, wertschätzend, liebevoll, freundlich. Aber dir ist schon noch ganz bewusst, was da mal war. Ja, das heißt, du gehst hier so ein bisschen langsam voran. Finde ich ganz gut. Ich möchte gerne schauen, wohin führt denn hier das Ganze? Oh, das ging sehr schnell. Wir haben die Karte der Tod, eine Transformation, die Hohe Priesterin und die vier der Kelche. Ha, der Tod, also das sind ja starke Karten, ne? Jetzt haben wir hier im Übrigen, ach, das wollte ich euch immer noch sagen, mit den Liebenden haben wir hier Zwillinge zu liegen. Dann haben wir hier mit dem Tod eine Skorpion-Energie zu liegen, mit der Hohen Priesterin, die ist dem Mond zugeordnet. Also, wir haben Skorpion und Zwilling hier, falls das für dich eine Rolle spielt, aber ich sage immer, ne, haltet euch da nicht dran fest, das kann ein kleiner Hinweis sein, aber ne, es kann ja alles Mögliche drin liegen. So, jetzt haben wir hier den Tod, ne? Es geht hier um ein großes Loslassen, um aber auch natürlich um ein Wiederauferstehen. Ja, der Tod ist einfach eine Energie der Transformation. Ja, man hat hier vielleicht sich dazu entschieden, etwas zu beenden, loszulassen, weiterzugehen, ins Licht zu gehen. Ja, aber hier steht einfach ein riesengroßer Wandel an. Ne?
Die Skorpionenergie ist ja auch so, diese Energie stirb und werde. Ne? Und es kann hier dazu führen, ne, wenn du jetzt auf was Berufliches schaust und hier kommt jemand und will darum kämpfen, dass du bleibst und man macht dir ein spitzenmäßiges Angebot zum Beispiel, kann es dafür stehen, dass hier etwas aus deinem Leben gehen darf, gehen muss, ne? Dass man hier vielleicht etwas aufgibt und Platz macht für etwas Neues. Ja? Das kann wirklich dafür stehen, ja, diese Skorpionenergie. Jetzt haben wir hier die Hohepriesterin, die sagt, dass du hier ganz feinfühlig bist, dass du auf deine innere Stimme hier hörst, ja, dass du, ich sage mal, dich dem Ganzen hier einfach hingibst, weil du etwas spürst, ja. Nun liegt die Hohepriesterin hier, es sieht so ein bisschen so aus, als ob die hier bewusst wird, auch mit den vier der Kelchen. Ey, das ist doch hier wieder, ich krieg doch hier wieder nur 5 der Münzen und ich will 10. Ja, es kann also sein, dass hier ein Angebot, was man dir macht, für bei dir so ein bisschen, guck mal, sie hat es ja hier auch, ich will das Ass der Münzen, ja, und nicht wieder draußen im Kalten stehen gelassen werden, ne? Kommt mir hier einfach so rein, weil wir haben jetzt hier noch die 4 der Kelche. Und das ist eine Energie, ja, zum einen ja wirklich, dass man hier eine Chance einfach bereits verpasst hat. Das heißt also, es kann durchaus sein, dass es darum hinausläuft, ja, du bist wertschätzend, freundlich, ja, du fängst hier keinen Krieg, keinen Streit an, aber du sagst wirklich, hey, pff, danke, danke, aber, ne, ich glaube, dass hier etwas zu Ende sein kann, dass wir etwas beenden sollten. Ja, das kann hier wirklich diese Energie sein. Meine Intuition rät mir, diesen Kelch hier nicht mehr zu nehmen. Ja, weil das, was ich habe hier ja bereits, das ist, was ich brauche, was mir reicht. Ne? Das kann sein. Es kann auch sein, dass hier ganz klar eine Transformation in einer Seelenverbindung hier stattgefunden hat. Na, wir haben hier 2 große Arkana-Karten, die natürlich hier drüber stehen. Ne? Und die Hohepriesterin, die steht ja auch immer für eine, ja, für eine Seelenverwandtschaft, die einfach da ist. Ne? Für eine sehr starke, ich sag mal, für eine intensive spirituelle Verbindung und Liebe. Ja? Das ist das, was sich die Hohepriesterin, das, was sie annehmen kann, ist eine hohe spirituelle Liebe. Ja? Und es ist natürlich hier auch eine Schutzkarte. Ne? Und es kann sein, dass man hier wirklich sagt, nee, ich lasse das los, um hier in so einen Eigenschutz, ja, dass deine hohe Priesterin hier spricht und sagt, guck mal genau hin, was ist in dem Kelch drin? Was ist in dem Kelch drin? Also für mich sieht es hier so aus, als ob du hier deinem inneren Feuer folgen möchtest. Hier kommt auch jemand von außen auf dich zu, der ebenfalls seinem inneren Feuer hier folgen möchte. Was mir hier ganz klar ist, das liegt hier unten in der Reihe, ist, dass du dich dazu entscheiden wirst, etwas, ja, und wir wissen jetzt nicht was, es wird bei jedem von euch natürlich anders sein, ja, etwas wird hier aus deinem Leben gehen dürfen, du wirst etwas loslassen, ja, du wirst etwas transformieren, vielleicht auch dich selbst, dass du wirklich sagst, ey, ich bin nicht mehr der gleiche Mensch wie damals. Das bin ich nicht mehr, ja. Hier hat sich etwas geändert, ja. Ich folge jetzt meinem eigenen Feuer, ja. Und nicht mehr dem Feuer, was von außen auf mich zukommt. Das heißt, für mich sieht das hier so aus, als ob dir, ich sag mal, die 4 der Kelche oder die 3 der Kelche, das ist etwas, was dir nicht mehr genügt. Ja, weil die 3 der Kelche, ja, das ist eine Karte, die steht für eine große Dankbarkeit, für eine tolle Verbindung, für ein tolles Umfeld, ja, für eine Freundschaft plus vielleicht auch und für eine gewisse Erotik, ja. Vielleicht hast du dich eine Zeit lang davon blenden lassen, ne? Aber du bist hier im Moment auf ganz anderen Wegen unterwegs, ja. Du weißt, dass hier irgendwo etwas ganz Großes für dich in greifbarer Nähe ist, ja. Und du lässt dich hier nicht mehr ablenken von außen. Das kommt mir hier ganz klar rein. Also wenn hier jemand auf dich zukommt und jemand versuchen möchte, hier dein Feuer zu entfachen zum Beispiel, ja. Vielleicht kann das auch jemand sein, der sagt, ey, ich weiß, da ist was zwischen uns. Lass doch mal da los. Übrigens haben wir hier, ich habe hier auch mal den Stab der Stabkönigin, ja. So. Und wir haben auch den Kelch
der Kelchkönigin hier am Start. Wir haben alles am Start. Ja, wir haben auch das Schwert natürlich und die Münzen haben wir auch. Aber ja, ich glaube, dass du dich hier einmal komplett transformierst. Also das ist für mich, als ob du hier wirklich schon durch ein Stirb und Werde gegangen bist. Du nimmst hier keine 5 der Münzen mehr. Ne? Du gibst nicht mehr alles in eine Richtung. Das ist ganz klar. Wenn hier jemand nicht klar Kante bezieht, bist du nicht mehr bereit, hier irgendetwas zu investieren. Ja? Und hier unten könnte man sagen, bei aller Liebe, aber nein. Ja? Das ist das, was mir hier reinkommt. Sehr, sehr spannend. Also du bist hier in deiner absoluten Kraft. Ja. Und wir haben auch noch das Ass der Schwerter und den Turm. Also ich nehme an, dass hier ein Gegenüber oder ein Umfeld, egal, ja, ob das ein Vorgesetzter ist, ein ehemaliger, ein Ex-Partner, ein Freund, egal was, hier auf dich zukommt und man will hier versuchen, nochmal, ja, dir zu sagen, ey, guck mal hier, das können wir dir bieten, sage ich mal, oder das möchte ich dir gerne bieten, dass du hier sagst, ey, Moment mal, nee, ich muss das loslassen, bei aller Liebe, aber nein. Na, so kommt mir das hier vor. Du hast hier irgendetwas Neues. Und hier ist es auch ganz wichtig, auf deine innere Stimme einfach zu hören. Mit der Hohen Priesterin wird dir hier vielleicht auch bewusst, dass hier etwas größer ist, als es vielleicht scheint. Ja, oder es ist einfach nicht mehr das, was du willst. Ja? Man bietet dir 10 der Münzen und du sagst, nee, das reicht mir aber nicht. Es tut mir leid, aber das ist es nicht mehr, was ich will. Das ist das, was mir hier so durchkommt. Ne? Das befriedigt mich nicht mehr. Ja, die 3 der Kelche, die 4 der Kelche, das ist nicht das, was ich will, was ich brauche. Ich will die 10 der Kelche. Ja, die 5 der Münzen, nur so halbe Sachen, ist nichts mehr für mich. Ich habe mich geändert, ich habe mich gewandelt. Für mich kommt das nicht mehr in Frage. Das ist, kommt mir hier ganz klar durch. Was dürfen wir hier noch wissen? Die kurze Krankheit, das kann auch eine kurze Affäre gewesen sein, hier mit diesem Herrn da vielleicht. Ne? Aber wir schauen mal weiter. Das Wohnzimmer, eine vorübergehende kurze Krankheit, etwas, Moment, ja, hier möchte jemand etwas wieder gerade biegen, die Militärperson. Ne? Also das war nur ein kurzer Abschnitt in deinem Leben. Das Wohnzimmer zeigt immer etwas an, was uns sehr nah ist, was bereits im Raum ist und hier haben wir die Militärsperson, das heißt, hier, auch mit den 5 der Kelchen vorhin, ich habe es dir gezeigt, ne, hier kommt jemand, der etwas wieder gerade biegen will. Hier will sich jemand hinstellen und vielleicht auch um etwas kämpfen. Ja, um dich kämpfen. Ich mache wieder Gänsefüßchen. Um dich kämpfen, um etwas kämpfen. Er will hier etwas wieder gerade biegen. Ja, und das steht hier, der steht ja hier schon vor deiner Tür. Ne? Und da liegst du und sagst, oh, pff, nö. Ne? Also, ich glaube nicht, dass du... Hier sieht es mir wirklich so aus, als ob du hier mit etwas absolut fertig bist. Ich sag dir das. Die schauen wir uns an. Die ist nicht rausgefallen. Die hat sich gedreht. Seine Gedanken. Na komm, wir stellen dich mal dahin. Ja. Hier kommt unverhofft etwas auf dich zu. Wir haben ja das unverhoffte Geld. Eine Wertschätzung. Das kann hier sein, dass du hier Post bekommst. Ja. Hier will man dir etwas entweder auszahlen, ja, man möchte dir hier ein großes Angebot machen. Mit dem Kleinkind versucht man hier etwas wieder aufzubauen in kleinen Schritten. Ne? Natürlich steht das kleine Kind auch für einen Neubeginn. Also es passt hier schon alles sehr, sehr gut zusammen. Ja, hier möchte jemand mit dir etwas starten. Ne? Jemand beginnt hier etwas, vielleicht bist du das auch. Ja, aber du bist hier sehr, sehr skeptisch und du weißt hier genau, was du willst. Ne? Und kleinere Dinge, ja, nimmst du hier nicht mehr an. Du bist hier unheimlich in deine Kraft gekommen. Ne? Also hier haben wir ja die Kraft, ja, hier haben wir noch Löwe. Wir haben Löwe, Skorpion und Zwillinge, sehe ich jetzt hier mal so auf den ersten Blick. Ja, und das ist eine Absage für jemanden hier von deiner Seite aus, ja. Sehr, sehr spannend, meine Lieben. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit eine Freude machen. Ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr mir ein Liebeskommentar, ein Like oder vielleicht sogar ein Abo schenken möchtet. Ich verabschiede mich bis morgen.
Heute kommt noch die Legung für die Tomis Mitglieder. Da gibt es heute noch eine Seelenpartner-Gegenüberstellung. Dürft ihr euch schon drauf freuen. Und wir sehen uns morgen wieder. Und bis dahin sage ich liebste Grüße, eure Toni.